Hallo Leute, willkommen zurück zu Krastorio, wo wir letztes Mal hier hinten einen Bahnhof hingestellt haben. Und heute geht es daran, unser neues Kohlefeld anzuschließen oder zumindest eine neue Stromproduktion an das neue Kohlefeld anschließen. Denn hier ist nicht mehr allzu viel Kohle drin. Und dann denke ich, sollten wir auch daran gehen, andere Erzfelder zu erschließen. Denn auch Kupfer und Eisen gibt es hier nicht mehr in allzu großen Mengen. Also, zuerst mal Energie. Wir haben hier einen schönen kleinen Wassertümpel und wir können hier unser Kohleband nach unten legen. Und ich denke, hierfür eignen sich Burner Inserters ideal. Vielleicht ohne Spalt. Wir brauchen zwei Pumpen. Machen wir zwei Pumpen ran. Müssen wir schauen, wo wir da oben hinkommen. Etwas ausholzen werden wir müssen. Aber das sollte das kleinste Problem sein. Und unsere neue Maschinerie läuft an. Ich denke, ein gelbes Band wird nicht ausreichen, wenn wir hier auf vollen Touren laufen. Aber das bedeutet im Wesentlichen, wir können hier oben abklemmen. Und dann gehe ich ein paar Ressourcen holen, so dass wir Gleise legen können für, denke, Erz holen wir, Eisen holen wir von hier, Kupfer haben wir hier und hier. Vielleicht holen wir erstmal das. Da wäre auch etwas Landfill gut. Okay. Vielleicht stellen wir einfach mal eine Maschine hier hin, welche das für uns macht. Holzkiste voll dürfte ausreichen. Und wir müssen ja sowieso zuerst mal Gleise legen. Gleis ist mir letztes Mal ausgegangen. Signale habe ich, glaube ich, noch ein paar. Ah, nicht mehr allzu viel. Thank you.
dann machen wir uns mal auf den Weg. Hier auf dieser Seite, denke ich, werden wir kein Gleis durch unsere Base legen. Das ist etwas zu nahe am Ganzen dran. Darum denke ich, diesen Ausgang aus dem Kreisel, den führen wir hier so nach oben und machen dann hier eine Kehrtwende, so dass wir das Eisen mitnehmen können, den Stein und vielleicht dann auch das Immersit. Mit dem Gleis bis hier hinten verlängert und hier unten das Erzfeld ausgeholzt, können wir, denke ich, unseren Planer rausholen. Und bei der Form, denke ich, machen wir den Ausgang Richtung Westen und ziehen dann das Ganze nach oben weg. Hier sind ein paar Bäume zu viel im Weg. Und das heißt, wir können hier der Beladebahnhof ist ähnlich, nur dass wir hier Stahlkisten haben, damit wir etwas mehr Lagerkapazität haben. Und auch hier wieder aus den Stahlkisten in den Zug möglichst schnell. Aber ich denke, hier auf die in die Kisten, da tun es auch schnelle Greifarme. Und dann müssen wir nur noch an jedem Splitter ein Band dranhängen. Okay. Und hier hinten machen wir noch eine Kehrtwende ran, denn wenn wir zum Steinfeld wollen, dann müssen wir wahrscheinlich kehren, denn da werden wir den Ausgang von unten ran machen. Was die ganzen Gleis Verlegearbeiten sind nicht besonders interessant. Darum denke ich, ich mache das einfach mal und dann schauen wir uns das Resultat an. Ich habe den Strom angeschlossen, aber wie es sich herausstellt, habe ich den Bahnhof falsch rumgebaut.
Aber das ist keine große Sache, denn wir können das Ganze einfach umdrehen. Muss ich das gleiche nur noch für Kupfer machen. Ich denke, da gehen wir hier hinten raus und dann der Küste entlang nach unten hier etwas Wasser auffüllen und wenn wir schon hier unten sind, vielleicht die paar Nester beseitigen und Radare aufstellen. Ich denke, strommäßig sollten wir momentan gut dastehen. Ah, ja, und wir sollten wahrscheinlich wieder was in die Forschung werfen. Ein neues Labor. Logistikcontainer. Nuklear. Leichtbau. Brennstoffzellen und die ersten Stufen für Laserverteidigung. Ich denke, Laserverteidigung macht erst Sinn, wenn wir Energie im Überschuss haben. Die Ressourcen hier in unserem ersten Erzfeld werden immer weniger, drum ist es gut, dass wir inzwischen auch das Kupferfeld hier unten mit am Start haben, mit Bahnhof diesmal gleich von Anfang an richtig rum. Gleis geht da rum und was ich noch machen muss, ist hier auf dieser Seite ein paar Radare aufstellen, denn wie wir sehen, hier geht unsere Verschmutzung doch schon einiges über den Bereich hinaus, wo wir Radare haben. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich auch hier oben etwas mehr Radare hinstellen. Aber hier unten habe ich auch mal mit den Nestern aufgeräumt und dann alles, was da noch fehlt, ist hier quasi ja
die Förderbänder zu verbinden und dann werden wir wahrscheinlich fürs Erste einfach mal aus diesen Lagerhallen die fertigen Platten auf unseren Bus legen, so wie sie sind, ohne dass wir da den Zwischenschritt mit dem Zug machen. Den braucht es dann vielleicht auch gar nicht. Den braucht es wahrscheinlich, wenn wir an anderen Stellen die Platten noch brauchen. Aber das soll es gewesen sein für heute. Was ich erwähnt habe, werde ich noch fertig machen. Und wir haben ja einiges geforscht und können noch einiges weiter forschen. Legen wir das doch gleich mal da rein. Forschungsserver. Denn wir haben einiges, was wir uns noch gar nicht angeschaut haben. Und ich denke, der nächste Schritt wird sein Richtung persönliche Bauroboter. Und dann richtig Uranverarbeitung. Aber dafür müssen wir wahrscheinlich erstmal unsere Ölverarbeitung etwas aufbessern, sodass wir nicht nur Leichtöl rausbekommen, sondern auch die anderen Varianten. Aber nun genug gelabert. Das war's für heute und ich sehe euch morgen wieder. Bis dann und tschüss!